So, wir zwei, das Lädchen und ich, möchten euch jetzt zeigen, wie man mit dem Gaffel-Karnevalsfässchen hier ein Trömmelchen bastelt. Dafür benötigen wir Folgendes. Essstäbchen als Trommelstöcke, Klebeband, Schere, Kordel und das Gaffel-Karnevalsfässchen, etwa mit dem Bodde nach oben, wir wollen das ja als Trommelfell nutzen. Gürtelchen fest drum gewickelt. Fest, du Popnoss! So sieht das Jod aus. Wunderbar. Schnipp, schnapp, Kordel ab. Und Jod verknote. Dann nimmst du dir noch ein Stück Kordel. Los, wie lang das sein muss. So, das passt. Und frimmelst du da deine Sickrinnen und messen Knoterin. Einfach schön fest, dass dir das Ding nicht auf die Füße fällt. Das tut weh. So, andere Sick auch. So. Dann schnappst du dir das Klebeband und fixierst damit die Kordel. Raffiniert, ne? Einmal drumherum. Und zwar mehrfach. So. So, jetzt nimmst du dir das Essstäbchen. Aber nicht für um Sushi zu essen, sondern damit trommelst du ob den Trömmelchen rum und mäst die Lücke bekloppt. Viel Spaß.